Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Silent Hill 2. Ja, ich habe mir eine etwas längere Pause von mehreren Tagen gegönnt, bis ich jetzt mal wieder aufnehme. Habe ja auch gerade privat viel Stress und wenig Zeit zum Aufnehmen. Aber soll mich nicht an sich abhalten, euch immer mit frischen Videos, hätte ich jetzt was gesagt, mit neuen Videos zu versorgen. So, und wir sind im letzten Part mit dem Fahrstuhl hier runtergefahren und sind jetzt hier irgendwo im Nirgendwo. Ich glaube, das ist ein Labyrinth. Würde jedenfalls Sinn ergeben. Hier vorne können wir nicht weiter, weil dieser gespannte Draht versperrt mir den Weg. Genau deswegen. Und hier sind natürlich wieder Monster. Kommt her, meine Freunde. Wo seid ihr? Wow. Es sah so aus, als ob das Monster sich auch von mir erschrocken hätte. Ja. James, würdest du bitte mal... Endlich. Ja, James, tritt doch zu. Du solltest zutreten, du... Ah. Stirb. Danke. So, hier ist nichts in der Ecke. Super, hat sich voll gelohnt, das Monster umzubringen. Hier ist noch ein Monster. Irgendwo. Hier ist... eine Leiter, die nach unten führt. Will ich darunter? Ich weiß es nicht. Da ist auch eine Leiter, die nach unten führt. Das ist ganz toll. Ah, da bist du ja, Schätzelein. Hab ich gesucht. Mensch, du. Halsmaul. So. Ruhe im Karton. Und was ist hier? Ist auch eine Leiter, die nach unten führt. Oh Gott. Klappen wir zuerst mal die beiden anderen ab. Ich glaube, da ging es eh nicht weiter, sondern bei der einzelnen Leiter. Aber ich möchte mal eben nachgucken. Einfach. Ganz einfach, weil ich es ja kann, ne? Och du Scheiße. Oh mein Gott. Habe ich gerade Paramount-Head von mir hergeschoben oder was? Da renne ich hier nur im Kreis oder was? Ich renne hier nur im Kreis. Der James rennt immer im Kreis. Weiter rennen. Ich möchte hier, okay, hier kann ich rein. Was gibt's denn hier Feines? Miep. Hallo? Oh, cool, das Messer von Paramite Head. Großes Messer. Und Patronen, wie es scheint. Schrotpatronen. Das ist ja geil. Ja, stimmt, Paramite Head ist mir also gerade wirklich im Gang begegnet und hatte seinen Speer dabei. Das klingt auch ein bisschen verkehrt, ich weiß. Mit dem er Maria erstochen hat. Und hat sein Messer abgelegt, weil er irgendwie keinen Bock mehr darauf hat. Und jetzt können wir das benutzen als Waffe. Geil. Ich kann euch das mal eben demonstrieren. Vor allem, dass ich es wahrscheinlich wirklich nie benutzen werde, weil es halt wirklich sehr schwerfällig ist. Hier, großes Messer. Wuchtige von Pyramidenkopf geführte Waffe. Schwer zu handhaben, aber tödlich. Also damit sind wir auch so lange lahm unterwegs, wirklich wie Pyramide Head und... ja. Ja. Also das ist der normale Schlag auch schon wohlgemerkt. Okay, so kann er auch. So. Also so ist der normale Schlag und der wuchtige ist von oben. Aber es dauert halt 1000 Jahre, bis er damit mal zuschlägt. Deswegen werden wir diese Waffe nicht benutzen. Und greifen wieder auf unser Stöckchen zurück. Ha, ho, damit haue ich euch viel lieber kaputt, weil ich damit viel schneller unterwegs bin. Alles klar, haben wir das. Dafür bin ich hauptsächlich hier runtergegangen. Und jetzt können wir direkt mal wieder rausgehen. Ich hoffe nur, wir finden die Leiter, wo ich gerade dran vorbeigegangen bin. Nee, Quatsch, bin ich nicht. Aber
Ernsthaft, wo genau ist die Leiter? Ich glaube, die Leiter ist hier. Das ist schön. Oh Gott. Boah. Wo bin ich? Warum lebt das Monster jetzt wieder? Dann lebt doch weiter, ist mir doch scheißegal. Die andere Richtung gehe ich nicht runter, weil da ist nichts anderes. Das ist genau das gleiche. Oder gehe ich doch mal runter? Ach komm, okay, euch zuliebe gehe ich mal runter. Vielleicht ist da ja doch noch irgendwas, was ich dann finden kann. Ich weiß es nicht. Ich habe mich nie so genau umgeguckt aus Angst wegen Paramite-Head. Wow. Oh, runter. Oh. Alter Schwede. Oder bin ich jetzt wieder genau hier? Ich bin wieder genau hier. Das ist ein und dasselbe. Okay. Dann kann ich ja gleich wieder gehen. Okay. Hat sich erledigt. Hat sich alles erledigt. Dann können wir doch da direkt lang gehen. Leb doch weiter, dein scheiß Monsterleben. Ich verschwinde von hier. Tschüss. Okay, wo sind wir jetzt gelandet? Ja. Im Nirvana sind wir gelandet. Hier ist nix, hier ist Sackgasse. Ja, geh du mal voran, Monster, wir folgen dir unauffällig. Das haben wir uns gar nicht bemerkt, obwohl wir Licht anhaben, ist irgendwie gerade witzig. Ah, jetzt mal da auch mal. Okay, und da hinten ist dann also eine Tür. Oder sowas. Gehen wir mal durch und lassen das Monster Monster sein. Ich habe mich gerade davor erschrocken und gefürchtet, ey. Aber wir sind schon am Ziel. Wie geht das denn bitte? Obwohl, stimmt, ich glaube, es gab später noch so eine Stelle auch nochmal. Ja, klar, wenn wir die Drahtschere erstmal haben, um die Drähte wegzumachen, dann sind wir noch nicht am Ziel. Okay, wie muss ich das denn jetzt hier drehen, das Teil? Praktisch so und dann so. Warte mal. Der Tigerkopf verändert das ja genau so, ne? Warte mal, wenn ich dann so stehe. Hoffentlich dreht er das dann auch genau so. Das weiß ich gerade nicht. Wo muss er ja? Also nach links und nach vorne. Nein, nicht von hier. Von hier, James, bitte. Nach Möglichkeit. James. James. Oh, von hier kann er das nicht anquatschen. Das heißt, ich muss es spiegelverkehrt machen, oder was? Das ist ja richtig scheiße. Ja, aber so wie es jetzt angezeigt wird. Oh, scheiße. Warte. Nein. 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 Warte mal. Also wenn ich hier stehe, dann muss ich das nach rechts und nach... Warte mal. Warte mal. Ich muss mir jetzt gerade bildlich vorstellen, wie ich das dann gleich mal drehe. Warte mal. Wie drehe ich den Kopf? Ich drehe den nach... Nee, das wäre... Ich muss das spiegelverkehrt machen. Spiegelverkehrt denken. Also ich muss... Wenn ich den Kopf aber nach rechts drehe, dreht sich die Tür nach oben. Also ich muss es nach links drehen, damit die Tür da ist. Oh, hier kann ich ja auch durch. Nee, kann ich nicht. Sieht nur so aus. Okay, die Tür muss auf jeden Fall halt hier direkt gegenüber liegen. So müssen wir das drehen, das weiß ich ja. Okay, also wenn ich hier so beim... Obwohl, ist ja noch nicht mein Tigerkopf. Wenn ich hier so auf jeden Fall bei diesem Kopf halt stehe, dann muss ich das nach links drehen, damit sich das... Damit sich diese Tür nach da dreht, genau. Oder muss diese sich einfach nur drehen? Das kann auch sein. Obwohl, so einfach wollen sie es uns, glaube ich, nicht machen. Nee, vor allem da drunter ist ja noch eine Tür. Das ist die richtige Tür hier vorne. Das ist sie wirklich... Also, nach links. Machen wir doch erstmal nach links. Komm, wir haben ja Zeit. Wir haben Zeit. Das war jetzt garantiert nicht richtig. Das sah komisch aus. Jetzt kann ich gar nicht mehr rein. Ja, schön. Nee, nochmal zurück. Obwohl, es ist ja eigentlich richtig. Warte mal.
So war das jetzt nicht unbedingt gemeint. Mal gucken, kann ich rein? Ich kann rein. War das jetzt richtig? Nein, natürlich war es nicht richtig. Mal gucken, wenn ich das jetzt nach oben mache. Ist das überhaupt richtig dann, oder? Tatsächlich. Wir sind richtig, Leute. Wir können runter. Mache ich das noch in diesem Part? Nee. Okay, Leute. Ist zwar jetzt ein gemeiner Cliffhanger, aber was sich da unten befindet, das zeige ich euch erst im nächsten Part, ihr Lieben. Also schaltet wieder ein, das wird jetzt richtig, richtig, richtig creepy und spannend im nächsten Part. Also von daher, ja, ne? Schaltet wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.